Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal und willkommen zu einem Live-Gefecht hier in Rouge. Im letzten Livestream hatten wir ein wirklich extrem spannendes Gefecht auf einer meiner Lieblingsmaps, D-Day. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, deswegen jetzt viel Spaß mit diesem Livestream-Ausschnitt. Paul, ich mach Supporter. In den Live-Channel. Geht nicht, da sitzt noch Basti. Alex, wahrscheinlich wäre es sinnvoll, wenn du auf Fluff. Ah, ja, perfekt. Ich verteile mal über Willis, guck, was der Feind so macht. Oh, jetzt mache ich einen richtigen Pro-Skiller-Move. Ich nutze die List so selten, ich weiß nicht mal, wie ich sie genau benutzen soll. Ah. Okay, da muss man sich keine Sorgen machen. Dass du zu krasser Profi bist. Davor sowieso nicht. Hast du nicht vorhin doch gesagt, das ist das einzige Spiel, was du kannst? Verhältnismäßig, muss man dazu verhältnismäßig sagen. Alec, dieses verhältnismäßig spielt in diesem Satz eine unglaublich wichtige Rolle. Weißt du, das Ding ist, es ist immer noch Heiko. Ja. Das einzige Spiel, in dem er wirklich gut ist, ist Among Us. Alter, ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich bin auf jeden Fall gut darin, fünfmal hintereinander Imposter zu werden. War toll. War super, oder? Kannst du der Gegner da drüben irgendwas Fancyes machen, wenn ich da schon Dekodierung draufgepackt habe? Das ist jetzt irgendwie richtig enttäuschend. Was willst du eigentlich steuern? Du spielst einfach am besten gar nichts. Ja, okay. Ah, ich glaube, ich auch ein bisschen mehr Nachschubdepots bauen können, so im Nachhinein. Eins! Ja, eins ist dreist. Ah, nee, zwei. Nee, zwei geht gut. Ja, ich hätte noch mehr bauen können. Also ich habe jetzt halt Luftabwehr gebaut, darüber freut ihr euch bestimmt auch. An Aufklärung, darüber freut ihr euch garantiert. Aber oh, schön, links, ah, wunderbar. Das ist Absicht, oder? Ja. Absolut. Ich stehe da einfach mit meinem Willi so rein nach dem Motto, ich bin eine Uwe und ich bin auch dabei. Oh, ich bin eine Uwe und ich bin auch dabei. Also den Gegner links raus zu pushen, ist halt so, ich weiß nicht, ob ich die da in den letzten 10 Mal gespielt habe, ohne dass ich das versucht habe. Aber das gehört so. Es muss. Es ist halt so dumm. Die Map ist halt so. Naja, aber er hat seine Gebäude auch falsch gebaut. Ja, dann hat er es verdient. Naja, schau mal, wo er sie positioniert hat. Ah, warum? Die Map kannst du doch nur spielen, wenn du ganz schnell dir einen UHQ irgendwo bei deinem Kollegen da hinten noch hinpackst, oder? Also tatsächlich, unsere Seite ist die meistens verliert. Echt? Ja, weil wir im Late Game das Platzproblem haben. Schau mal, wie viel Platz die haben. Ja, guck mal, wir haben ein Ding, wenn da jemand mit Artillerie drauf schießt, irgendwas trifft da. Ja, vor allem ist da hinten richtig viel Platz, wo du Bomber hinten rumschicken kannst. Richtig viel Platz. Ja, ich denke mir halt immer, du wirst halt links direkt rausgesniped, deswegen. Nee. Ich hatte ja schon Runden, da haben die hier links alles und da hinten alles mit Admins vollgebaut und du kannst halt hier bauen. So, das ist halt sehr klein und immer unter Beschuss. Also du musst es auf der linken Seite nicht verlieren. Und er hätte es auch wirklich nicht verlieren müssen, wenn er es jetzt nicht so gemacht hätte, wie er es gemacht hat. Wieso lebt ESK eigentlich noch? Achso, weil er hat im Gennester, ja okay. Aber wir sollten den wirklich irgendwann mal ausschalten. Ich dachte, als ich die Nachschubdepots hier gerade gebaut habe, auch so ein bisschen, dass es wahrscheinlich besser läuft. Wie soll ich denn da durchkommen? Weiß ich nicht. Mit Schwung! Ja, mit einfach. Wenn du mir einen Blitz hast, geht das ein bisschen zügiger alles. Wo denn? Ja, da links. Ja, da kriegst du einen Blitz. Bisschen spät von mir, ich weiß, aber... Ja, und jetzt kommen auch die Flieger, also ohne Air-Unterstützung. Ja, die werden dann ein bisschen beschossen, wenn sie zurückfliegen, falls dich beruhigt. Also die machen denen ein bisschen Angst. Ich befürchte nur, dass das nicht viel bringt. Ich glaube, ich sollte mehr Luftabwehr bauen. So. Hier die Stadt haben die mittlerweile. Das ist schlecht. Brauchen wir ein bisschen mehr Luftabwehr. So ein bisschen besser die Infanterie verteilen, da könnte es sogar wirklich helfen. Aber sieht gar nicht so schlecht aus. Also es könnte besser laufen, aber es könnte auch definitiv schlechter laufen. Die Stadt brauchen wir auf jeden Fall wieder, um die musst du auf jeden Fall kämpfen. Ja, da schicke ich auch. Dann auch relativ zügig die Depots einnehmen. Und dann könntest du probieren, das Depot ihnen wegzunehmen. Hier ist ein Truck-Wendler links. Ah, zu spät. Hab's auch zu spät gesehen. Das Problem ist, ich würde da ja reingehen. Ich habe keine Einheiten dafür. Also wirklich gar nicht.
Ich habe nicht mal meine Artillerie-Festung. Wie, wann kommt der da? Der Truck, der hat sein Gebäude schon gebaut? Ah, jetzt kommt der nächste Truck. Mein Stuart's Bound. Der Feind hat nicht unglaublich viel Artillerie. Ja, GI sind auch kacke, um eine Stadt zu erobern. Das ist ein bisschen blöd. Naja, im Vergleich zu Streak ist es nicht so schlimm. Die sind genau gleich stark, dummerweise. Na, also. Ja, aber ich müsste sehr viel mehr investieren, um anzugreifen, als um zu verteidigen. So unsere Tarnnetz immer wieder machen in unserer Base. Heiko? Hast du ja, ich mach das. Ich überlege nur gerade so ein bisschen, wie man aus der Situation raus. Noch mehr Willis, wo brauchst du diese? Zum Beispiel hier, dass ich den Wald räumen kann. Ich weiß nicht, ob der dann Willi hinkommt, der überlebt. Aber ja, ich schicke da jetzt tatsächlich ein paar Stewards hin, die können den dann. Ich versuche jetzt da durchzumarschieren. Und es ist nichts aufgeklärt. Ja, alles gut, Willis, komm. Jetzt ist mal gut mit Luftabwehr. Du musst jetzt echt gegen Live kämpfen am Boden. Ich baue schon seit ungefähr 5 Minuten keine Luftabwehr mehr. Der nimmt gleich die Kaserne ein. Das ist kein Problem. Ich nehme die dann notfalls zurück. Scheiße, ich hab auch mal ein Gebäude drin. Ist wurscht, mach platt meine Kaserne. Nein, was machen? Nein, ich verliere das. Kein Witz. Das ist so lächerlich. Heute ist schon so ein merkwürdiger Tag. Mir passieren so richtig merkwürdige Dinge, die einem eigentlich nicht passieren. Ja, aber schick alle Panzer hin jetzt bitte. Auch die da nach rechts fahren. Doch! Das ist alles entspannt. Das kriegen wir problemlos hin. Ist ja quasi, wenn wir eine Kaserne fordern. Wenn wir meine Einheiten aufhören würden, in die Artillerie-Reichweite der anderen Einheiten reinzurennen, dann wäre das alles ein bisschen entspannter. So. Habe ich Artillerie gesagt? Ich meine Panzer. Was haben wir denn für Listen da drauf? Ja gut, dann kann ich blitzen, weil Blitz ist jetzt wichtiger als alles andere. Links kommt die Luftwaffe die ganze Zeit auf meine Scheiße drauf. Ja, ich muss gucken, dass die uns in der Mitte nicht alles platt machen. Gerade. Der sichert nämlich jetzt mit Sicherheit auch das Hinterland. Weil da auch ganz viel Anti-Air steht. Der schiebt mir alles kaputt. Meine Herr. Ach komm, solche Stuarts halt auch nichts aus. Okay, das sind Stuarts, aber. Gute Nacht. Ich muss um 3 Uhr aufstehen. Gut ist, der Gegner ist auch nur Armee. Und dem seine Panzer sind dementsprechend ziemlich exakt genauso schlecht wie meine. Habe ich gerade mit Stuarts an Liebe besiegt? Okay, es waren 2, aber trotzdem. Aufklärung. Das geht Aufklärung. Und das von dir, Heiko. Das gibt's doch gar nicht. Was? Ich habe überall auf der Karte Willis. Wenn irgendwo keine Willis stehen, dann ist der Feind sie von da verdrängt hat. Nachbauen. Nein, der hat sie verdrängt. Die sind nicht kaputt, sondern die können da nicht hinlaufen, weil da Feinde stehen. Also stehen da Feinde. Und deswegen sterben die, wenn ich die da hinschick. Also wenn der Feind irgendwo Infanterie im Wald hat, dann kann ich da so viel Willis hinschicken, wie ich will. Die werden niemals durchkommen. So. Mitte, oh nein, Mitte. Muss es gegen die Feindlichen in diesem bisschen Micron? Oder funktioniert das? Die neue Panzerbasis kommt. Oh, fuck, die Mitte. Ja, wo ist meine Infanterie, die da mal sein sollte? Ach, kacke. Das kann ich machen. Truppenübung, ach stimmt. Da war ja was.
So, jetzt muss ich aber richtig die Micro-Skills auspacken. Oh Gott sei Dank. Schaust du das Depot jetzt scharf an, dann nehme ich es ein. Ach so, ja, ich war woanders am Micron, aber du nee, kannst es gerne nehmen. So. Okay, ich verteile auch mal die Luftabwehr ein bisschen schlauer. Die ist nämlich von vorher noch ein bisschen random. Haben wir die Stadt geklärt eigentlich? Weil der kommt jetzt direkt auf deine Panzer und macht sie weg. Was? Nee, nee, die Stadt kann. Wie will ich die Stadt klären? Ich habe jetzt 42 Infanterie, die ist gebaut, steht, die ist unterwegs. Da steht ja 20 Infanterie drin. ESK hat links Bomber. Ein Bomber fliegt ganz links so lang. Ja. Oh, ja. Wir halten immer erstaunlich viel Nachschubdepots. So, jetzt kommen die Shermans von mir und wahrscheinlich von ihm auch, aber dafür kommt meine schwere Infanterie. Das sollte es deutlich besser machen. Luftabwehr können wir hier ein bisschen konzentrieren. Ich halte gerade meine Luftabwehr diesen Lee aus. Also ich wusste ja, dass Lees schwach sind, aber das ist wirklich traurig. Der Punkt ist, ich hätte jetzt natürlich seit 10 Minuten Einheiten wasten können, indem ich immer mal wieder 3 Einheiten Infanterie da reinschicke und denen sterben. Oder ich warte, bis ich die 42er Infanterie habe, die jetzt reinrennt und die Stadt dann auch cleart. Alles gut, die ist ja jetzt dann geklärt gleich. Dann kann ich die Luft da wieder reinstellen, dann wird alles besser. Lol, als ob der Feind da fast nichts drin hat. Ich dachte, der hat da 20 an einen Infanterie vorher reinrennen lassen. Uff. Okay, jetzt geht der Feind mich wieder wenigstens schlecht wieder raus. Das ist schon mal gut. Gibt es in der Stadt noch mehr Stadt als nur das? Jetzt kommt er mit Bombern. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich M16 sinnvoll baue. Verlängern wir unser Plannetz. Jo. So, das ist jetzt schlecht. Da fand er nämlich Panzerzerstörer. Das heißt, ich muss da ganz schnell rein. Jetzt wird das unangenehm. Okay, die Infanterie könnte jetzt tatsächlich über Leben und Tod entscheiden. Scheiße. Aber ich glaube, sie hat trotzdem mich gecarried. Scheiße, ich habe da noch Panzer übrig. Nein. Scheiße, die ganzen Wolverines sind fast tot. Ah. Nee, schnell in Deckung, in Deckung, in Deckung. Ah, das sind auch Shermans, ja. Fuck! Die amerikanische Panzerwehr kann ja schießen, wenn sie fährt. Das ist blöd. Ganz vergessen. Ach, jetzt hat er da auch. Scheiße, jetzt hat er da auch. Okay. Dann sind meine Jagdbomber tot. Ich brauche auch Panzerabwehr. Nein. Was ist denn jetzt? Infanterie in der Stadt, in der Mitte. Also die andere Mitte. Also die Mitte. Da habe ich gerade 2 Nachschubdepots. Wie viel Geld ihr habt? Also wenn es irgendwann mal 45 wird, ich habe 800 Dollar. Ja, aber das würde ich jetzt so lange nicht sparen. Das ergibt keinen Sinn, also wenn wir... Ah, wenigstens mal Infanterie. Ich hab die Kaserne ist zu weit hinten. Ja, was will ich denn machen? Ich kann mit der gerade nicht viel machen. Überall ist Luftabwehr, wie doof. Ich hab die Luftabwehr hier entfernt.
Na, wenn du mir links. Mobile mit dabei. Ja, gut. Pass auf, die Lees hast du schon, Jagdbomber. Dann musst du die Lees hier. Ich hab einen Jagdbomber, weil die anderen zerstört wurden. Gut, mit einem Jagdbomber, das ist dann natürlich. Ja, ich weiß, aber was geht man? Ich kann 30 nachbauen. Na gut, nee, also für einen Jagdbomber muss ich jetzt auch nicht die Luft da wieder clearen, weil der hat ja eh keinen Impact. Er hat ganz viele Jagdbomber. Ja, das bringt nichts, das bringt nichts. Der Punkt ist halt, wie er schon sagt, also ich kann halt. Ich kann wenn nicht du jetzt deine ganze Air nach links schickst, dann kommen wir durch. Für der sind nur Jagdflieger. Oh, ich wurde gerade brand. Oh, endlich habe ich mal Panzerabwehr. Gott, das ist ja wirklich furchtbar mit seinen Panzerjägern. Die gehen mir ja so hart auf die Nerven. Ja, der Punkt ist halt, ich kann diese Stadt nicht erobern. Ich verliere alles bei der Offensive. Das ist von vornherein klar gewesen, dass das echt übel wird. Dann mach was, Matze. Ja, warte, jetzt kommt nur gerade die Inf. Also wir verlieren gerade die Mitte, ne? Das war total. It's not so good. Nein, ich bin nicht im Radius. Ach komm. Also ich bin nicht im Sektor, also meine Infanterie hatte keinen Fanatismus an der Stelle, wo sie war. Ja, ich habe voll die Luftabwehr, voll die Luftwaffe abbekommen. Weiß. Hat er da noch viel Anti-Air? Ja, hat er. Ja, dann helf jetzt die Mitte, helf die Mitte. Feind passiert ist das, was mir passiert ist, er kriegt die im Panzerabwehr ab. Kann man schon UHQs machen? Schon längst. Ah, ja, ja. Na, ja, ich wusste ja nicht. Hab nicht geguckt. Ja, was mach ich denn hier? Schauen wir mal, ob ESK. Warum ist denn das jetzt nicht aufgeklärt? Ey, Mann! Stirb wieder er von mir ohne. Gibt's jetzt noch ESK? Ah ja, der hat sich hinten aufgebaut. Bin überrannt. Perfekt. Hast du? Ja, ja. Sehr schön. Oh, das sieht gut aus. Der Luftkampf sieht gut aus. Ja. Habt ihr da eine Anti-Airbase? Wäre halt echt nice. Ich schiebe jetzt alles rum. Und damit Jagdbomben auf den Panzer. Seine Offensive ist auf jeden Fall noch schlimmer gescheitert als meine, das ist der Vorteil.
Noch schlimmer. Respekt. Ich glaube, jetzt werden wir fast Geld sparen müssen. Perfekt, das kann ich. Ja, wir haben meine Luftabwehr, das alles nicht ganz so gut überlebt. Oh. Jetzt dann die letzten Depotreste. Oha, wie viel Infanterie steht denn da in der Scheißstadt drin? Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Das war ganz schlimm. Rückzug! Ist ja ätzend. Zur Hölle. Oh, da kommt feindliche Jagdbomber, falls jemand Luftwaffe hat. Ja, auch zu wenig, oder? Okay. Ja, im Moment, also punktetechnisch sind wir ja vorne, so ist ja nicht, aber... Ja, ja, jetzt müssen wir uns noch ein paar Depots zwacken. Also die Depots bauen sie ja gar nicht ab, aber die dürfen wir ihnen auch gar nicht geben. Pass auf, links, die Panzer. Ja, ich hab's bemerkt. Ich zieh mal die Luft da wieder drüben zusammen, weil da links brauche ich sie jetzt nicht mehr so dringend. Da rechts brauche ich sie wiederum sehr dringend. Und ich hab sie ja. Neu bauen wäre ein bisschen teuer. Ja, ich... Meine Luftabwehr ist... Sie kommt. Langsam, aber sie kommt. Noch bauen sie nicht. 1000 Dollar. Ich habe jetzt nur noch 600 auf der Kante, aber das ist doch noch ganz gut. Links macht der einen Paratrooper irgendwo hin, wenn du da einen Flieger mal hinschicken könntest. Ja. Nice, wenn er jetzt keinen Fanatismus raushaut, dann sind die tot. Deswegen habe ich die Aufklärer da hingebaut. Ja, jetzt fangen sie an abzubauen. Jetzt müssen wir da irgendwie Sicht drauf bekommen. Ja, auf das eine werden wir keine Sicht drauf bekommen. Matze, der will das Depot haben, der will seine Kaserne haben. Der will seine Kaserne haben, der droppt. Nein, er stellt meine Schirme tatsächlich aus. Ja, fuck, ich hab da jetzt keine Luftabwehr mehr, stimmt. Das habe ich nicht berücksichtigt, aber da drüben ist wichtiger. Aber kein Problem, ist aufgeklärt. Geh mit zwei einfach mal drauf. Nee, ich habe jetzt zwei schon gebaut. Aber ja, du kannst auch drauf, ich dann... Den jagen wir. Pass auf, fahr mit deinen Panzern ein bisschen zurück. Ja. Die Inf, aber ich hol die mit der Arti. Du sollst ruhig rausfahren. Schade. Ich probiere jetzt einfach mit der Arti so viel kreuz quer zu ballern, um das Depot vielleicht zu bekommen. Nice, bitte lass sie mit deiner Luftwaffe kommen. Nicht meine Flieger abschießen. Meine nee, okay. Wollte nicht auf meine. Das ist ein bisschen teuer. Schwein! Geworden. Da hat er jetzt meine gesamte Luftabwehr bekommen. Sind meine Einheiten so K.O.? Ja, weil da Jagdbomber drauf gekommen sind. Ach so, ja, aber wenigstens wurde keiner zerstört. Aber ja, sie gönnen uns jetzt zerstört. Richtig. Alter, sie gönnen uns jetzt richtig die Frags. Schau mal, und im Hintergrund mache ich auch die Luftabwehr in der Stadt platt. Ja. Perfekt. Ich brauche heute nichts mehr. Das hat gereicht. Das war schön. Gerne nochmal. So, jetzt bräuchte ich mir bloß eine Infanterie irgendwo in der Hinterhand, die da reinrennt. Ich hab eine. Biete eine, hat jemand mehr? Infanterie. Überall. Ja. Diverse Aufklärer. Ich mal wieder ein paar Jäger bauen. Nee, jetzt nicht mehr. Schau mal, 3 Minuten noch. Ja, oh, ist das schön. Ah, diese Shermans ziehen ist richtig asozial einfach und schießt einfach die Straße entlang. Ich habe die Stadt gesichert. Ich habe nicht mehr dran geglaubt, aber ich habe die Stadt gesichert. Also meine Arti hat aber auch viel gemacht. Ja, das war ein gutes Zusammenspiel. Also meine Luftabwehr hat, also ich muss schon sagen, also ohne die Luftabwehr wäre natürlich nichts gegangen. Das ist wichtig, aber... Er hat den Fehler gemacht, dass er mit seiner Inf wollte er... deine Panzer haben und dann ist er so weit vor, ja, dass das war sie quasi der war sehen gierig, konnte. Gierig, weißt du, wir haben ihn richtig, sein Gier haben wir ihn fressen lassen. Nein, Spaß. Das ist, langsam kommt die Aggression raus.
Stimmt aber. Naja, hoffentlich erstickt er daran, dass er immer mehr will. haben wir die eine komische Stadt da jetzt eigentlich ja schon, oder da ist er rausgerannt? Wir sollten jetzt eigentlich nur noch Infanterie da auch reinstellen, das ist ein bisschen das Problem. Ah, jetzt will der linke Seite wieder ein bisschen was wegbomben. Oh! Komm, stirb! Ah, nein. Ich glaube, kommt er wieder mit einem... Nee, was ist das? Ja, wie viel Geld habt ihr auf der hohen Kante? 2. 100. Ja. Okay. Ja, ich 100. 656. Oh, nice. Sehr gut. Sehr gut. Oh, pass auf, da ist noch Pack. Und ja, hab ich auch bemerkt. Wir lassen sie nicht abbauen, das passt. Dann split ich meine Art jetzt mal ein bisschen mehr, dass sie nicht total. Das ist der merkwürdigste Stadtkampf aller Zeiten. Nö! Der wurde merkwürdiger. Und nicht besser. Es ist ja mal Micro auf anderem Level. Oh, der Infer. Das war einfach zu schwer. Ich schwöre, ich habe den Panzer an der Stadt, ist mir egal. So, nämlich die Infanterie. Das ist echt merkwürdig. Bitte, Infanterie, also, komm schneller. Bitte. Wie viel Ruse habt ihr? 4. Dann mach mal Dekodierung. Oh. Dann mach, Wendler, mach du mal mit deinen 7 Ruse Dekodierung auf die 3 Sektoren, dass wir dann sehen, wie viele Admins sie bauen. Wir schaffen ja 10. Also wenn die unter 10 machen, dann... Ich mache Dekodierung auch noch im letzten Sektor. Guck mal, da ist schon... schlau! Oh, weil du so viel hast. Sehr gut, sehr gut. Das ist jetzt ja wieder... Das ist das merkwürdigste Gefecht... Oh, fuck. Hat jemand gezählt? Ist jemand dabei? Nee, sie haben noch nicht. Es sind 5 Sekunden noch. Achso. Oh. Ah, nee, halt. Nee, Bullshit. Bullshit. Nee, fährt nichts. Nichts. Was? Null. Ah. Okay. Crazy. Ich alleine hab 7 gebaut. Ja. Die Nummer ist so durch. Aber das kann echt die Frags sein, wenn wir gleich viele Einkünfte haben. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben richtig dankbar um Pushgas. Irgendwie Dekodierung gibt immer so. Scheiße, der will mit seinem Bonbon auf meine. Ja, er greift dich jetzt an mit dem Bonbon. Oh Gott sei Dank. Alter, die Panzerabwehr hier, die hat den Tod schon gesehen, ich sag's dir. Alter. Hat einer noch eine List? Weil dann ja. Wir auf der Hauptbase nochmal ein Harnetz verlängern. Klar. Ich hätte fast einen Spion draufgepackt. Nee, Dateninversion. Das wäre nicht so gut gewesen. Ey, doch, das wäre lustig gewesen. Das ist ja... Ja, alles, was wir bauen, ist ja dann quasi vom Einheitentyp anders. Ja, aber cool wäre, wenn meine Admins irgendwie als Kaserne oder so getarnt wären. Dann wäre es übrigens richtig lustig. Ja, okay. Ah, hat da jemand rechts noch irgendwer Panzerabwehr? Oh ja, jetzt kommt Dicke. Jetzt musst du auch mit dicken Panzern auffüllen. Oh ja. Deswegen haben sie keine Admins gebaut. Die wollen jetzt mit Pershings durchkommen. Tun sie nicht. Ja. Doch. Einer steht doch drin. Okay, einer nur. Der kann reichen im schlimmsten Fall, aber ja. Ja, meine ganze die wollen Artillerie. Aber ich habe echt viel Luftabwehr. Kurz, wenn jemand der Artillerie oder so hat, also wenn ihr die ausschalten könnt. Oh, da ist meine Luftabwehr, kommt zum Einsatz mal wieder. Achso, ja, warte. Artillerie. Die Artillerie hat sich schon so gelohnt. Die habe ich im ersten... Ob die mittlerweile bauen? Nee, schau, sie haben ja nicht mal mehr Tarnnetz. ESK hat keins. Nice, ich hab den nochmal... Ja, alle Sektoren, wo wir Dekodierung haben, haben kein Tarnnetz mehr. Die haben einen Admin.
Ja, dann kannst du halt auch lassen, so, weiß nicht. Alter, ja, ich glaube, die haben aufgegeben. Die wasten die $30 Thunderbolts einfach für nichts. Die haben nicht mal einen Damage gemacht. Ja, aber gegen diese kleine Kacke da rechts, warte, ich hol mir den Willi da raus. Mal kurz gucken, was die da so haben. Hat mich gerade deine Artillerie erwischt? Friendly Fire gibt's eigentlich nicht. Doch, außer auf Gebäude. Doch, du kannst meine Einheiten schon zerstören, ja. Ah ja, jetzt kapitulieren sie, ja. Nein, Admin ist halt echt zu wenig. Ah, du hast Typ 88, das ist ja auch gegen Jacksons. Komm, Heiko, gönn dir. Ah, nee. Komm. Wer gönnt mit sich? Ein Infanterieaufklärer hat bestimmt noch nie so viele Kills gemacht. Jetzt! Time to shine! Ah, rechts rum. Rechts rum fliegen Flieger. 5. Ganz, ganz rechts rum. Oh, das ist so ein Move. Er macht diesen, weißt du. Reicht aber nicht. Selbst wenn sie eine Base von uns bomben könnten, haben wir immer noch 4-5 mal so viele Admins. Oh mein Gott, ich mache jetzt was ich seit 100 Jahren machen will. Ja, sie ziehen sich alle hinten ins Eck. Alles. Wir haben erst 2 Admins. Ich gönne nochmal richtig einkommenstechnisch. Ja, jetzt kannst du dir die Flieger rechts holen. Aber das mit der Dekodierung, jetzt haben wir gerade gesehen, das ist jetzt die Verzweiflungstat, alles hinten ins Eck ziehen. So ein klassischer ESK, der gibt nie auf. Das finde ich tatsächlich sehr vorbildlich. Aber ohne Scheiß, das hier ist jetzt echt eins zum Hochladen. Ja, war zwischendurch echt unkritisch tatsächlich. Auf meiner Seite ging es voll ab und bei euch konnte ich nicht mal gucken, weil es so abgegangen ist. Ich war nur am Verzweifeln, an meinen Lufterwehr hat gute Dinge getan. Und da am Ende musst du schneiden, den Scheiß immer. Hier rausschneiden. Das mache ich immer. In dem letzten Roost-Video, das was die ESK geschickt hat, da ist dir das Spannendste gar nicht aufgefallen, das habe ich dann noch kommentiert. Dass er rausgeflogen ist und irgendwie die Basis übernommen wurde. So ein Timelag, der Russe nimmt die Panzerbasis ein, wäre dann eigentlich mit seinem Rush schon gescheitert, lägt raus und dann kriegt gerade noch der Italiener die Basis. Ich freue mich immer, wenn ich die E-Mails, wenn ich die Replays per E-Mail bekomme, am besten mit einem kurzen Text dazu, weil es immer sehr schade, wenn ich dann später bemerke, dass ich sowas übersehen habe. Ja, eigentlich müssen wir jetzt mal Luftwaffe jetzt bauen, oder? Ja, ich mache jetzt noch ein paar Frags hier. Gibt's hier noch richtig Bambule zum Abschied? Ja. Aber wenn er mir die Kaserne gibt, reicht's mir auch. Meinst du, es reicht? Dann gönne ich mir die Admins trotzdem. Wir spielen jetzt ein Spiel, das heißt, wie lange braucht ein Sherman, um einmal über D-Day zu fahren? Nein, ich dachte, ich wäre Deutscher. Wieso dachte ich, ich wäre Deutscher? Nein, sie pumpen noch gegen. Was soll denn der Scheiß? Wo baut denn der? Er hat echt im allerletzten Eck der Map einen Uraku. Er baut sogar noch Admins. Also es ist tatsächlich sehr, sehr... Also ich wünschte mir, die Gegner hätten öfters mal das Durchhaltevermögen von ihm. Weil was viel schlimmer ist, wenn du eigentlich ein geiles Replay hast und dann, wenn es spannend wird, so wenn dann diese großen Plops aufeinander fahren, dann kapituliert einer, weil dann kann ich es nicht hochladen. Das will keiner sehen. Es ist nicht mehr spannend. Es ist witzig. Aber ist das nicht mehr spannend? Spannend ist es nicht. Wenn ich mit 500 Mauspanzern über die restlichen 10 Shermans drüber rolle, ist auch nicht spannend. Die Leute finden es trotzdem witzig. Ach so, du meinst, ja, der hat Schiss, wenn man wirklich riesen Blobs hat und dein Blob hat halt 100 Panzer und seiner hat 50 Panzer, aber das möchte er nicht mehr auskämpfen. Ja, genau so. Ja, okay. Ja, das ist natürlich dann schade als Replay. Ich meine, ja, du siehst schon, okay, das wird nichts mehr, aber trotzdem ist natürlich, hätte man es noch gern gesehen. So, jetzt schauen wir mal. Wer hat hier den schlechtesten PC, wenn jetzt die ganzen Paratrooper kommen? Wenn ich anfange zu laggen, dann ist... Da fällt mir ein, also wirklich, das hat geholfen. Also ich kann es wiederholen, ich bin, glaube ich, der erste Mensch, der wirklich einen VPN sinnvoll nutzt. Und jetzt kommen wir zum heutigen Sponsor, ja, genau. NordVPN. Das würde sich echt lohnen. So, ich müsste jetzt so einen ranziehen. So, ey Leute, ich benutze euch wirklich. Ich benutze tatsächlich aber nicht NordVPN, aber es ist nicht besser, als ich benutze, aber ist egal. Hast du in irgendeinem Replay mal gehabt einen gescheiten Paratrooper-Run, um die Gebäude zu bomben? So, wenn du sie so zeitlich ziehst und dann auf einmal... Oh, bitte lass einen schönen abschließen.
Na, wenn du sie so stackst, dass du irgendwann 200, 300 Paratrooper hast und die dann über die gegnerische Base schickst und die runterfallenden Flieger zerstören, genau, die Admins. Das kann man aber auch perfektionieren, indem du quasi, du ziehst sie in so einer, oh fuck, wie war der Schocker für dich? Ja, du ziehst sie in so einer Linie quasi und dann, wenn die alle in einer Linie sind, dann machst du nach rechts und dann fliegen, kommen die quasi alle zeitgleich an, nicht so wie jetzt, sonst kommen sie so. Ja, ja, klar, an. Nein, ich habe sie ja einfach nur hochgeschickt. Das ist schlecht. Nein, nein, das war jetzt nicht das, was ich gemeint habe. Jetzt schaue ich einfach nur, ob ich irgendwo durchkomme. Nee, nee, sonst müssen wir irgendwann mal ein Replay erzeugen, wo halt so ein Bombing-Run ist und nicht ein normaler. Das wäre nett. Ist auch immer schade, wenn ich die krassesten Replays habe und dann gibt's einfach einen Bomber-Run, dann bin ich immer so, ja, gut. Ja, gut, aber. Außer man hat halt verloren davor. Beste. Ja, es ist natürlich. So, dann ist der Gegner halt tot. Wobei ich halt oft sehe, dass es Leute unnötig machen. Also die kennen quasi nichts anderes. Deren einziger Finishing-Move, weil du musst den Gegner am Ende ja irgendwie töten. So. Aber es ist das Beste. Weil zum Beispiel auch das Replay, ESK, also natürlich in deinem letzten Roost-Video, dass er uns mit Panzer platt gemacht hat. Ja, er hat uns mit Panzer platt gemacht. Es hat funktioniert, das gibt ihm quasi recht. Aber es war halt schon eigentlich zu riskant. Sie waren mit den Admins im Geldvorteil. Und wenn das halt einfach nicht funktioniert, dann ist er quasi. Ja, wobei ich. Also, ich habe auch Dutzende Replays, wo Bomber-Runs halt schief gehen und dann stehst du halt auch ohne alles da. Ja, gut, aber das sind dann mehr Spielfehler, weil du kannst es fast nicht aufhalten. Ja, es wird nur, das Problem ist, dass halt oft Anfänger denken: Ja, Mann, das funktioniert ja immer und dann machen sie es und dann geht's halt schief. Also, du musst ja, halt wirklich hundertprozentig sicher sein, dass es durchkommt, sonst ist es natürlich blöd. Also, wobei, also meistens, wenn du hundertprozentig sicher bist, dass der Bomber-Run durchkommt, dann hast du meistens eh schon gewonnen. Also, dann ist. Ja, es gibt ja oft so Situationen, wenn es wirklich ins Admin-Spamme geht, ob du jetzt wirklich noch, sagen wir mal, alle haben schon 40 Admins und du baust jetzt noch 10 weitere oder du investierst die $1000 in Bombing Run. Dann investier lieber in Bombing Run. Ja, wobei, also wenn ich selber spiele, außer jetzt halt, aber ich komme eh ganz selten überhaupt in Admin-Gespamme rein, weil meistens wird vorher einer rausgepusht. Deswegen, ja. Also auch von Praker, die meisten Admin-Gespamme sind, wenn er irgendwie mit 4 oder 8 Teams spielt, weil dann passiert es natürlich deutlich häufiger. Ja, was ich eigentlich an Roost so geil finde, die sagen, also wie der Name ja schon sagt, die meinen ja quasi mit den ganzen Roosten, die man hat und dass man Schein, Panzer und sowas machen kann. Oh, da wird dir mein Replay gefallen, das morgen kommt. Dass das am besten ist. Ja, aber das finde ich gar nicht. Das macht das Spiel eigentlich gar nicht aus. So wurde es ja aber auch beworben mit, dass du Scheinpanzer machen kannst und dass das dann so cool ist. Dir wird das Replay morgen gefallen. Das wirklich Coole, finde ich, ist eigentlich, dass du quasi die Admins baust. Das nimmt auch der totale Krieg. Wenn du tradest immer besser als der Gegner. Und in dem 45, dann kannst du dir halt einfach die Admins leisten und snowballst langsam. Ja, das Problem, was ich in 45 habe, die Replays gehen mir meistens zu lang. Also, sie dauern im Durchschnitt einfach länger. Echt, wir spielen jetzt hier auch schon gleich eine Stunde. Das ist ja aber auch eine Ausnahme, ich spiele ja auf D-Day. Also, das ist, D-Day ist ja prädestiniert für merkwürdige Gefechte. Wenn du das hochlädst, das Video wird mir gefallen, weil das ist, glaube ich, dann endlich mal das erste, wo was hochgeladen wird, wo ich gewinne. Verlierst du sonst immer, oder? Ja, es schickt immer ESK und ESK schickt dann immer nur die, wo er gewinnt. Aber bist du doch so gut da eigentlich? Ja, ich schicke ja selber keine Replays, sicher zum Gewinnen. Da siehst du den Fehler, so. Musst du mir mal Replays schicken. Jetzt hast du letztens aber wieder 12 Replays geschickt bekommen, wenn man da jetzt auch wieder anfängt. Wobei, fairerweise, also ich sortiere 90% der Replays aus, weil, wie erwähnt, ist es einfach nur ein, ich habe mich hochgebaut und habe ich Admins gespammt und bin für einen Bomber rein. Da denke ich mir halt immer so, ja, okay. Da muss ich mal was Lustiges machen, irgendwie. Ja, irgendwas Cooles. Also manchmal ist auch wirklich, dass nur ein Kniff dabei ist. Irgendwie ein Panzer wird richtig krass gemicrot und so. Und da bin ich schon glücklich. Aber ja, gehen wir kurz auf die Statistiken ein. Also wir hatten natürlich immens viel mehr Einkünfte, logisch. Muss man nicht drüber reden. Auch was LKWs betrifft. Aber ich denke mal, ich hätte so gerne immer eine Zeitlinie, die man so hin und her schieben kann. Weil ich denke, zwischenzeitlich hatten wir wahrscheinlich echt ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Fracks. Aber, oder halt den Kombi, aber der Feind hat halt eine günstige Position. Ich habe ja übelst viel Verlust. Ich wäre richtig aus dem Maul bekommen. Nee, siehst du nicht. Die hatten safe nie mehr Geld als wir. Schau mal, wie hart ich ESK unter Druck gesetzt habe. Wie wenig Depot-Geld der hat. Oh, lol. Der hat ja fast nichts gehabt.
Das sind ja gerade mal 2,5. Der ist nie aus seiner Base rausgekommen. Das war's mit dem Live-Gefecht. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wie immer freue ich mich natürlich über Kommentare. Was haltet ihr von dieser Art von Live-Gefechten? Ich freue mich natürlich auch über alle Likes. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.